Herzlich willkommen, Leute, nicht zu einer neuen Folge Fußballmanager 18, schon zu einer kleinen Folge Fußballmanager 18, aber heute soll es sich nur um die Jugendspieler drehen. Ich habe im Stream, habe ich mal angesprochen, dass ich ganz gerne ein Video machen würde mit den Jugendspielern, die jetzt noch für euch zur Verfügung stehen, dass ich euch die einmal vorstelle. Und da habe ich jetzt auch gesagt, scheißegal, ob Leute schon irgendwen haben oder so, die werde ich jetzt vergiveawayen. Es stehen zwar noch Leute auf der Liste, die aktuell noch keinen haben, aber alle, die jetzt noch auf der Liste stehen, kann ich die, die gerade da sind, leider nicht geben, weil die irgendwelche besonderen Merkmale haben wollten an ihren Spielern, einen belgischen Stürmer oder einen Torwart, den wir aktuell nicht zu vergeben haben. Deswegen, die sind natürlich, die kriegen, sobald ein Spieler für sie da ist, kriegen sie den natürlich sofort. Aber alle anderen Jugendspieler, die jetzt gerade da sind, die können aktuell nicht vergeben werden. Und das ist ein bisschen schade. Deswegen habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, scheiß drauf, schreibt es in die Kommentare. Ich werde euch die jetzt nacheinander vorstellen, die Spieler. Schreibt in die Kommentare, welchen ihr haben wollt, einen Namen dazu. Und dann bekommt ihr die. Ja, wenn halt natürlich mehrere Leute sich einen aussuchen, dann werde ich das unter den Leuten auslosen, wer jetzt wen bekommt. Fangen wir mit dem ersten an. Das ist der gute Paul Darcy, den habe ich aufgeschrieben als ZOM. Erstmal so, ne, aber er kann natürlich offensiv fast alles spielen. Hat nicht die besten Charaktereigenschaften, braucht auch Aufmerksamkeit, ist sprachgebunden, aber er kann Deutsch, also von daher scheißegal. Ist auch schon in der U17 der Bermudas. Ich meine, der könnte halt mit seiner Stärke in den Bermudas halt schon eigentlich Stamm spielen. Aber er ist ein sehr, sehr guter Spieler, ist 1,73 groß, 70 Kilo schwer und bei uns in der Jugend unterwegs relativ erfolgreich. Ja, also ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spieler. Wenn ihr den haben wollt, schreibt einfach mal, keine Ahnung, Paul Darcy mit Schrägstrich oder so und euren Namen dahinter oder... Keine Ahnung, ihr werdet schon irgendwas finden, was vernünftig aussieht. Und was ich gut erkennen kann, er wird auf jeden Fall eine gute Karriere haben, ist ein 9-Sterne-Talent. Den kann man schon mal nehmen. Der nächste, den wir haben, ist Johannes Tiffert. Ja, auch aus unserer B-Jugend, 9-Sterne-Talent. Aufgeschrieben habe ich ihn jetzt mal für links außen oder die Linksverteidigerposition. Ist professionell, eine Diva. Eine professionelle Diva und extrovertiert. Ist okay. Ich glaube, der war in der letzten Zeit ein bisschen verletzt, deswegen hat er hier, kriegt er ein bisschen was abgezogen, aber ihm steht, denke ich, auch eine große Zukunft voraus. Wer den haben möchte, den Namen in die Kommentare und euren Namen, den ihr gerne haben wollt. Machen wir jetzt, glaube ich, die ganze Zeit. So ist auch schon in der U17 von Deutschland unterwegs. Der nächste, den wir haben, der ist so ein kleines Sahneschnittchen, ne? Ein 10-Sterne-Stürmer. 15 Jahre jung, schon auf einer 57, hat auf jeden Fall eine riesige Zukunft vor sich, auch in der Türkei, in der Nationalmannschaft, schon in der U17, ist halt nachtragend, aber extrovertiert und ein Legionär. Ich weiß nicht, ob Legionär jetzt sowas Gutes oder was Schlechtes ist. Auf jeden Fall 10-Sterne-Talent kann man, glaube ich, immer gebrauchen und im Sturm ist halt momentan Impact, aber bis er hier in der ersten Mannschaft spielt, vergehen jetzt nochmal locker 3 bis 4 oder 5 Jahre. Und bis dahin ist Impact dann 26 und er kommt halt als dann Neuer quasi in die Mannschaft rein oder würde in die Mannschaft reinkommen, ja. Als junges Juwel und hat eine glorreiche Zukunft vor sich, das kann man glaube ich schon sagen, ja. Dann haben wir hier jemanden, dessen Land ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Das ist Surima oder so heißt das Land. Noch nie von gehört. Abdafan Brevort ist der Name. Rechts außen, 9-Sterne-Talent, 15 Jahre jung, schnell zufrieden und positionsgebunden. Aber ist ja nicht schlimm, wir spielen ja mit rechts außen. Kann auch rechts Mittelfeld oder links außen spielen. Also da auf jeden Fall jemand für die Flügel, geht steil. Auch jemand mit einer guten Zukunft, spricht Holländisch und schon Deutsch. Sehr, sehr schön auf jeden Fall für uns, dass er schon Deutsch spricht. In die Kommentare, wenn ihr den haben wollt, denkt dran, Leute, wenn alle nur einen nehmen, dann wird ausgelost und nur einer bekommt den. Ne? Also seid da schon so ein bisschen, wenn ihr Bock auf den Spieler habt, dann könnt ihr den gerne reinschreiben. Und für die Leute, was ich gerade noch sagen wollte, für die Leute, die schon einen Jugendspieler haben, denkt euch bitte einen neuen Namen aus für euren Spieler.
Weil doppelte Namen fände ich ein bisschen blöd. Aber ihr wisst ja dann, welcher eurer ist. Und wenn ihr euch einen neuen Namen ausdenkt, dann haben wir ja keine neuen, haben wir keine doppelten Namen. Aber ihr wisst ganz genau, dass es eurer ist. Ne? Also von daher gehen wir weiter. Dann haben wir noch einen jungen, sehr, sehr jungen Stürmer, 9-Sterne-Talent. Vereinstreu ist er, fleißig im Sturm und ist erst 16 Jahre alt. Ist nicht in der Nationalmannschaft bis jetzt, kann sich aber noch ändern. Ich meine, U17 oder so wird er locker, oder U21 wird er locker irgendwann spielen. Hat eine verheißungsreiche Zukunft vor sich, wie alle eigentlich, die bei uns in der Jugend sind. Ich glaube, da wird keiner sich im Profifußball nicht durchsetzen können. Dafür sind die Talente einfach alle viel, viel zu krass. Und früher oder später wird auch in Deutschland ein Überangebot an so talentierten Spielern herrschen durch uns. Das ist einfach nur Wahnsinn. Ne, wenn ihr den haben wollt, in die Kommentare Aaron Frey und euer Namen dahinter, dann bekommt ihr den. Ja? Wenn nicht noch jemand anderes den haben möchte, dann wird ausgelost. Und der letzte in der B-Jugend, der dann noch da ist, eher für die Leute, die dann einen defensiveren haben möchten. Ein 8-Sterne-Talent in der Defensive, auch sehr, sehr gut unterwegs, geht lange Wege, ist nervenstark, mediengewandt und verletzungsresistent. Also ein Spieler, den man auf jeden Fall in seiner Mannschaft haben möchte. Ja, 16 Jahre jung, ist noch nicht in der U17 der türkischen Nationalmannschaft, kann ich nicht so ganz verstehen, fehlt vielleicht ein bisschen an Stärke, da muss er auf jeden Fall noch sehr zulegen, aber er ist ja auch noch mindestens 2 Jahre, wenn nicht sogar 3 Jahre in der Jugend und kann sich in der Zeit noch sehr krass weiterentwickeln. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn den einer nehmen würde, der ist auf jeden Fall sehr, sehr gut und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir irgendwann so die komplette türkische Nationalmannschaft stellen werden. Warum auch immer wir so viele, gut, wir sind in Köln, ne? Hier in Köln leben auch viele türkischstämmige oder abstämmige Menschen. Macht Sinn, dass wir viele türkische Mitmenschen in unsere Jugend reinbekommen. Aber es ist halt schon sehr, sehr viel, was wir an türkischen Landsmännern hier in unsere Jugend reinbekommen. Ist aber geil, weil pushen wir ein bisschen die Türkei, ne? Kann ja nicht schaden, glaube ich. Keine Ahnung. Fußballtechnisch zumindest. Gehen wir weiter. Dann haben wir hier den ersten aus der A-Jugend. Niklas Itten heißt der gute Mann, 17 Jahre jung. Links-Rechts-Verteidigung kann er spielen, zur Not auch Links-Rechts-Mittelfeld, aber brauchen wir ja eh nicht. Also Links-Rechts-Verteidiger ist er eher ein Offensiverer und er ist nicht nachtragend. Das ist eigentlich immer recht gut. Ist in der U19 der deutschen Nationalmannschaft vertreten, ist schon sehr gut unterwegs. Ich meine, ist auch schon ein bisschen fortgeschrittener. A-Jugend, ihr wisst, macht momentan auch einen sehr, sehr guten Job. Wenn ihn jemand haben möchte, seinen Namen in die Kommentare und Abfahrt. Den nächsten, den wir haben, ist Ertuğrul Karaca, heißt er, glaube ich. Ich weiß es nicht. Es tut mir leid für alle die türkischen Mitmenschen, die hier gerade zugucken, ja. Wenn ich Namen nicht richtig ausspreche, ich habe damit ein ziemlich großes Problem, ausländische Namen vernünftig auszusprechen, weil ich eine deutsche Kartoffel bin und Englisch beherrsche, aber alle anderen Sprachen eigentlich nicht so wirklich. Deswegen, wenn ihr deine haben möchte, ist ein ziemlich cooler Dude, ist ein Sprachgenie, nervenstark und auch mediengewandt. Und ich habe wirklich das Gefühl, irgendwann stellen wir einfach so in jedem Bereich der türkischen Nationalmannschaft auf jeden Fall mindestens einen Spieler. Ist auch in der U19. Der Türkei schon vertreten, hat noch keinen Mentor, weil er halt noch nicht vergeben ist. Deswegen, daran erkenne ich immer, ob ich Spieler schon verteilt habe oder nicht. Wenn die einen Privatlehrer haben, dann habe ich die schon verteilt und wenn nicht, dann nicht. Wenn ihr den haben will, in die Kommentare, ihr wisst Bescheid. Und der letzte im Bunde, auch ein türkischer Nationalspieler, kann man eigentlich schon sagen. Rechts außen habe ich immer aufgeschrieben, 17 Jahre jung, momentan in einer sehr guten Verfassung, hat auch Härte und geht steil, ist ein bisschen robuster, also robust eigentlich gar nicht, er hat 32 in robust. Okay, auf jeden Fall, wenn denn jemand haben möchte, rechts außen in der Türkei, wir haben echt so viele türkische Spieler hier, guckt euch das mal an. Wahnsinn, oder? Also, wenn man hier mal so durchguckt, echt sehr, sehr viele türkische Jugendspieler. Was halt schon echt krass ist, ne? Was halt schon echt wirklich krass ist. Irgendwann haben wir wirklich, und in der ersten Mannschaft ist Olaf ja auch türkischer Abstammung.
Und Presser ist auch türkischer Abstammung. Also wir haben hier Stellen irgendwann echt, wir machen hier Jugendarbeit für die Türkei par excellence. Wahnsinn. Gut, Leute, das war's. Party ist der letzte im Bunde. Ich hoffe, da war einer dabei für den einen oder anderen, der hier vielleicht noch einen Jugendspieler haben möchte. Schreibt's in die Kommentare, Leute. Und wir verbleiben erstmal so, dass ich mir das angucke, die Sachen dann auslose und wer dann dabei rausgekommen ist, seht ihr dann in irgendeiner der nächsten Folgen. Ich werde die Folge jetzt direkt schneiden, hochladen, damit ihr da sehr, sehr schnell dieses Video online habt. Ich verabschiede mich, Leute. Einen schönen Abend euch noch. Haut rein. Bis denn. Ciao.